Ja, wie glaube ich die meisten Fällchen wissen, hat ja die Taskforce, die von Präsident Katsen eingesetzt wurde, Anfang November getagt, eine sehr lange Sitzung. In 3,5 Stunden haben wir nicht nur über Personen gesprochen, sondern über die gesamte Struktur der Sportabteilung und auch sehr genau über das Anforderungsprofil des neuen Sportchefs der Wiener Austria, den wir ja für die gesamte Abteilung Sport, nicht nur für die Kampfmannschaft suchen. Und wir haben sehr klar die weitere Vorgangsweise festgelegt. Wir haben sozusagen aus der großen Liste der Kandidaten jetzt eine Shortlist erstellt. Auf dieser Shortlist sind Kandidaten aus dem In- und Ausland. Hier führen jetzt Karl Blecher als Stellvertreter für den Präsidenten Wolfgang Katzen, der nach einer Hüftoperation jetzt einige Wochen außer Gefecht ist, und ich die Gespräche. Hier werden wir das versuchen dann zu verdichten, dann wird der Präsident noch mit den verbleibenden Kandidaten führen, um dann letztendlich den Vorschlag für den Aufsichtsrat zu machen. Was kannst du zu der Shortlist erzählen? Wie short ist diese Shortlist? Also wir haben ganz bewusst gesagt, dass wir im Prinzip nicht über die Anzahl, wie war es vorher, wie ist es jetzt danach, wie viel aus dem Inland, wie viel aus dem Ausland, wir wollen keine Wasserstandsmeldungen geben, aber ich glaube, man kann jetzt schon verraten, dass die Anzahl der Kandidaten auf der Shortlist einstellig ist. Also das heißt, es sind jetzt schon sehr konkrete Gespräche, die wir in diesen Tagen führen. Wir haben schon geführt, wir führen diese Gespräche laufend, um in unserem Zeitplan zu bleiben. Wann kann man damit rechnen, dass der neue Sportvorstand sein Amt übernehmen wird? Also wir haben grundsätzlich gesagt, dass wir im Quartal 1 2015, das kann der Jänner sein, das kann aber auch der März sein, die Entscheidung treffen. Es geht ja dann auch um Vertragserrichtung, Vertragsmodalitäten. Man muss auch hier ganz klar sagen, dass es auf der Kandidatenliste Leute gibt, die noch in einem Vertragsverhältnis sind, wo auch es natürlich eine Vertraulichkeit etwas sehr Wichtiges ist in der jetzigen Phase, wo es aber auch Leute gibt, die frei sind. Und natürlich ist es das Ziel, wenn dann die Entscheidung getroffen ist und wenn vertraglich alles gesichert ist, dass möglichst schnell hier begonnen werden kann. Es wird dann eine sehr schnelle Übergabe geben vom Tommy Baritz auf die neue Person. Wann letztendlich der Dienstantritt ist, hängt eben auch mit der Vertragskonstellation, die diese Person jetzt hat, zusammen. Faktum ist, dass das Transferfenster Sommer 2015 natürlich schon sehr wesentlich von diesem neuen Sportchef geprägt werden muss.